Seit Shindy seinen Diss-Track Free Spirit rausgebracht hat, ist nicht mal eine Woche rum, dennoch ist schon so viel passiert und es scheint auch kein Ende zu nehmen. Shindy hatte seit dem Track immer wieder auf Insta gegen Kolle und auch Farid gefeuert und ging dann sogar so weit, auch musikalisch mit seinem Eichhörnchen-Freestyle noch einmal nachzulegen. Von Farid gab es mehrere leicht kryptische Stories und Kollega brachte dann Samstagabend in einer Mitten im Boss Live Folge seine erste Reaktion, wo er sich quasi über den Track freute, über Shindy lustig machte und sich selbst battelte. Und genau da geht's jetzt munter weiter. Denn Shindy reagierte auf dieses Selbstbattle von Kollega, indem er in seiner Instagram Story ein Bild eines brutalen Pokémon Fights postete, wo dann steht: Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Klare Anspielung auf Kolle, doch Shindy legte weiter nach und promotete seine anstehende Tour mit einem Video eines Live-Auftritts von Kollega, wo dieser seinen Track Erfolgsspur performte. Dieser Auftritt von Kollega wirkt zumindest von der Aufnahme, sagen wir mal, ein bisschen stimmungslos. Die Crowd sieht und hört man überhaupt nicht und Kolle ist auch so ein bisschen, ist das überhaupt ein Auftritt richtig? Laut hiphop.de soll das angeblich auf dem Leandro Lopez Event vor kurzem gewesen sein und das wäre dann ja gleich doppelt passend, denn Leandro Lopez ist ja wieder dieses Krypto-Ding mit den Schuhen und hierauf hatte Shindy ja mit Krypto-Scammer eh schon angespielt. Naja, Shindy pinnte dann kurz nachdem er den Beitrag rausgehauen hatte auch fleißig Kommentare von Fans an und nutzte diese als weitere Fronts. Beispielsweise: Hab Kolle zweimal live gesehen und beide Male waren absolut wack. Es war einfach genau wie in dem Video hier und eine extra Prise Text vergessen. Oder auch: Heute sind die Live-Shows so fresh, heiß wie ein Steinofenblech, Kollege. Dieser Beitrag von Shindy ist übrigens mittlerweile gelöscht worden. Bedeutet bestimmt auch irgendwas. Aber Shindy legte noch weiter nach, bevor dann eine kryptische Story von Kollege kam und außerdem haben wir noch Bushido und Manuelsen, die auf diesen Beef reagieren. Aber erstmal 10. Apropos 10. Mit dem Code RAP10 gibt's bei Sekt Plus 10%. Und damit sind dann auch einhändige Klimmzüge gar kein Problem mehr. Shindy machte also im Folgenden einfach weiter und läutete bei sich auf Instagram die Gönjamin-Wochen ein. Klare Anspielung auf Kollega und verschenkte hier dann Stuff an die Fans. Einer zum Beispiel fragt Shindy nach Gästeliste für Frankfurt-Auftritt und Shindy antwortet: Da will der Boss mal nicht so sein. Eieiei, so viel aus der Shindy-Ecke. Kollega wiederum postete gestern Abend diese Story. Naja. Ja, das machen wir als letztes. Auf jeden Fall. Eigentlich ist das ja normal. Ja, eben, deswegen. Also, das machen wir ganz als letztes. So, Freunde, Feierabend, Hafe. Und nächste Woche kommt ja schon das schöne Album La Deutsche wieder. Oh, ich freue mich schon. Freut ihr euch auch schon? Es wird wunderbar. Nennt mich Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger. Aber mit meinem Free Spirit Gefühl, da fühle ich, das könnte eine Anspielung auf einen kommenden Shindy-Diss-Track sein. Ich meine, ja, das machen wir als letztes. Rein zufällig gedroppt? Erkennt ihr nicht die Zeichen? Ich weiß ja nicht. Es wird noch spannend. Und zwar nicht nur für uns Zuschauer, sondern auch für die Rapper selbst, denn auch diese ziehen sich sowas ja natürlich rein. So zum Beispiel Manuelsen, welcher eine Reaction auf Free Spirit hochlud. Manuelsen haut dann hier raus, sich das einfach nur von außen quasi objektiv anzuschauen, sagt, Shindy habe auf jeden Fall Hack gehabt, sich nach der Zeit zu wehren, aber für Manuelsen stehe Shindy die Art und Weise, wie er das getan habe, nicht. Für Manuelsen verkörpert Shindy nämlich diesen GOAT, Superstar, Untouchable Film und von diesem Status aus dann so zu agieren, sei laut Manuelsen unklug. Interessanter Punkt. Auch haut Manuelsen raus, dass seiner Meinung nach Shindy jetzt mit bösen Reaktionen von Kolle und Farid rechnen müsse und der Track Free Spirit eine Steilvorlage für minimum 2 Jahre Todbeleidigungen sei. Auch gibt Manuelsen zu bedenken, dass der ganze Streit in der Vergangenheit ja eigentlich nur wegen einer bestimmten Person gewesen sei. Wen könnte Manuelsen meinen? Ich habe absolut keine Ahnung. Wer auch auf den Shindy-Diss-Track reagierte, ist Bushido. Der hält sich in seiner Reaction mit Stellung beziehen ganz klar zurück und betont, das auch nur von außen anschauen zu wollen. Für Bushido sei der Track dann keine spontane Reaktion von Shindy, denn er denke, das müsse Shindy schon seit längerem so geplant haben. Kollege und Farid seien ja immerhin halt sehr harte Battle-Gegner und da müsse man sich das quasi schon gut überlegen, ob man da wieder ein bisschen Feuer anzettle. Etwas Meinung gibt's dann aber nach der Rentenline gegen Flair, denn hier haut Bushido raus, dass Flair ja auf dem Track quasi nur so nebenbei erwähnt worden sei und dann aber bereits 7 Minuten nach Release hektisch Instagram-Stories rausgehauen habe. Für Bushido sei das bisschen übertrieben und sehr peinlich, dass Flair das jetzt zu seiner eigenen Agenda mache. Wer ja ebenfalls auch auf dem Track von Shindy Erwähnung fand, ist Bushido selbst.
Denn hier fehlt von Shindy ja die Zeile: Ja, ich schreibe die Scheiße selber, so wie Friedrich Schiller. Ja, ich setze die on fire wie Bushidos Villa. Diese Zeile von Shindy auf dem Track Free Spirit ist allerdings seltsamerweise nicht in der Reaction von Bushido auf YouTube drin. Ist weg irgendwie. Muss wohl irgendwas beim Exportieren so verloren gegangen sein oder so. Komisch. Alles in allem, es bleibt spannend. Dass bald der deutsche Hip-Hop nicht mehr so verweichlicht sein wird, sondern dass es da voll auf die Fratze gibt, Mann. Ja, was denkst du denn, Junge?